Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und ja, das heutige Video steht natürlich unter einem etwas komischen Stern. Es hat sich ja wirklich einiges in dieser Woche getan. Nicht nur in unserer Liga, auch allgemein europaweit muss man wirklich sagen, eben das leidige Coronavirus, das hat jetzt um sich gegriffen und hat wirklich so zu einigen Chaos auch bei den Spielterminen gesorgt. Wäre Freitag der 13. wirklich kein guter Tag, wäre ja der Vorbericht fürs WRC-Spiel eigentlich gekommen. Das findet ja bekanntlich jetzt nicht statt. Zunächst hieß es ja, dass die Partien aufgrund des Coronavirus eben verschoben werden. Dann kam eben diese Absage der Veranstaltungen bis zu einer gewissen Leuteanzahl. Und dann wurden auch die Partien komplett abgesagt, auch der ganze Spieltag und der nächste. Jetzt ist man so ein bisschen in der Luft. Man hat es ja auch in den internationalen Ligen und auch speziell im Europacup gesehen. Da gab es ja auch gerade in der Europa League sehr viele Geisterspiele in der letzten Partie. Und es wurden eigentlich so gut wie alle Spielbetriebe auch Spieltage mittlerweile abgesagt und eben auch viele Spielbetriebe schon eingestellt. Also jetzt ist man natürlich, hängt man irgendwo auch in der Luft. Klar, eigentlich jede Liga ist jetzt so ein bisschen am Verzweifeln, wie es da jetzt weitergeht. Man muss einfach gucken, ob die Saison wirklich überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Das wird eben auf diesen ganzen Verlauf jetzt auch ankommen, eben der nächsten Wochen und wohl auch Monate. Man kann da wirklich nur hoffen, dass sich das Ganze hoffentlich in absehbarer Zeit eben wirklich auch wieder normalisiert. Und ja, Sturm selber hat ja auch, wollte ja zunächst dann auch noch, nachdem die Partien abgesagt waren, das ein oder andere Testspiel noch machen. Das findet auch nicht statt. Also jetzt mittlerweile ist ja der Spiel- und der Trainingsbetrieb eingestellt worden. Und das wird wohl auch erstmal so bleiben. Also man wollte ja zunächst so bis April warten. Ist sehr wahrscheinlich oder kann gut sein, dass ja das Ganze sich länger hinziehen wird. Und wie gesagt, man muss halt jetzt einfach schauen. Bringt auch nichts, da wirklich großartig viele Wasserstandsmeldungen da sonst noch zu bringen. Aber eben, es ist immer mit unsicher, wie die Saison und in welcher Form und ob die Saison eben so hundertprozentig beendet werden kann. Wäre natürlich ein komplettes Chaos auf fußballerischer Ebene. Manche Vereine, die den Aufstieg dann versäumen würden, die absteigen und eben um ihre Chance gebracht werden, da irgendwie noch dagegen zu wirken oder selber aktiv sich das zu erarbeiten. Klar, in unserer Liga würde es da Gewinner und Verlierer, aber eigentlich wäre der große Verlierer sowieso der Fußball. Also klar, ich habe immer noch die leise Hoffnung, dass man es vielleicht doch irgendwie hinbekommt, dass man wieder spielen kann. Klar, Gesundheit geht vor, ist völlig verständlich, dass jetzt schon gewisse Maßnahmen ergriffen worden sind. Obwohl mich persönlich stört so dieser Ausdruck, dass man eben den sozialen Kontakt vermeiden sollte, ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Ich glaube, gemeint ist ja den körperlichen Kontakt. Ich glaube nicht, dass einer krank wird, wenn er jetzt eine WhatsApp-Nachricht bekommt. Aber ja, es ist klar. Ist allgemein ein bisschen komisch im Moment. Also klar, die Stimmung, man merkt ja, es haben ja auch die Geschäfte zu größtenteils. Also das Land ist auch so ein bisschen in einem etwas anderen Zustand. Aber auch an der Stelle der Appell von mir wirklich, jetzt nicht vom Fußballfan, sondern einfach als Mensch und als Mitbürger, bitte entspannt euch. Also speziell, ich rede da speziell von den Hamsterkäufern. Wenn ihr einkaufen geht, klar, macht euren Einkauf, aber ihr müsst, glaube ich, jetzt nicht unbedingt 30 Tonnen Klopapier zu Hause horten. Also das ist jetzt doch ein bisschen übertrieben, finde ich, wie die Leute reagieren. Und dann bekommen andere Leute Angst. Und sowas ist nie gut, denn dann entsteht Panik. Also da, ich glaube gar nicht, dass die Leute jetzt vor dem Virus selber so riesen Angst haben. Es ist eher so andere Leute, die nervös dadurch werden und von denen, durch die wird eben auch die Angst so ein bisschen weitergetragen und verbreitet. Und deswegen muss man da wirklich aufpassen. Also wirklich mein Appell an euch, geht normal einkaufen. Es gibt genug zu essen. Also Apotheken und so haben ja auch offen. Man muss jetzt zu Hause nicht alles horten. Ist schon klar, natürlich der ein oder andere, der nachher nicht mehr raus will, will jetzt alles vollstopfen zu Hause. Aber trotzdem denkt auch an die Mitmenschen. Denn deswegen passiert das jetzt eigentlich ja auch, weil man ja die älteren Mitmenschen speziell oder die Leute mit Vorerkrankungen schützen möchte.
Und ja, deswegen macht euch da bitte Gedanken, dreht nicht durch, entspannt euch, das Ganze wird sich früher oder später wieder normalisieren. Also, deswegen. Ja, war es das dann wohl auch an der Stelle? Ihr könnt mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare schreiben. Ja, wie seht ihr die aktuelle Situation? Es ist ein bisschen ungewohnt für alle. Jeder muss da irgendwie seinen Weg finden, damit fertig zu werden. Ja, und ich würde sagen, das war es dann auch schon fürs Erste dann auch von mir. Also ob es, ja, wann es wieder das nächste Video geben wird und über was, kann ich euch jetzt noch nicht genau sagen. Ich muss mir das selber noch überlegen. Videos machen werde ich definitiv weiter. Aber klar, jetzt ist erstmal ein bisschen Sendepause notgedrungen. Also von dem aber klar, man kann sich weiter austauschen. Ich appelliere auch an euch, haltet die sozialen Kontakte dann eben, ja, ihr wisst schon, wie ich es meine, dann halt über Handy oder wie auch immer. Ja, aber jetzt, es ist glaube ich auch nicht gut, wenn man sich dann nur mehr abschottet zu Hause und irgendwie auch, keine Ahnung, nichts mehr hören und sehen will, das ist auch der falsche Weg. Also man muss sich schon auseinandersetzen mit der Situation, die ist nicht lustig, aber die werden wir auch wieder überstehen. Also das glaube ich ganz, ganz sicher. So, von dem her war es das dann jetzt aber auch schon wirklich von mir und wir sehen uns eben dann einfach beim nächsten Mal hier bei Delenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz und gerade jetzt natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.